Herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Hoffentlich habe ich es jetzt auch mit dem Sound hingebracht. Andere Seite weiter, wo war nur und nur. Und ich habe jetzt hingekriegt, dass ich auch ein bisschen lauter. Alt. Ich spiele hier mit einem Xbox Controller. Also wie die Frage, was ich spiele hier. Ein Xbox Controller wäre nett. Ja, das ist die Schaufel. Okay, nett. Aber hoffentlich habe ich das auch hingebracht. Mit dem Sound. Vor. Einlenken, drücke dran. Das ist doch kein Flug. Aber ihr seht hier, was sehr schön animiert ist alles. Ich spiele mal eine Seemaschine. Ich erwähne auch die Map, die wir spielen. Ich spiele auf der. So, wer meine Mod-Vorstellung kennt, meine letzten drei Mod-Vorstellungen auf meinem Kanal. Und bei einem Video habe ich die Antwort hingeschrieben, welche Map das ist, weil ich darauf gefragt wurde. Das ist vom Bugore eine Vierfach-Map. Ja, funktioniert schön, auch Staubpartikel animiert. Das Ganze wieder hochfahren. Das war die Taste. Sonst noch was machen, Gerät wechseln, nein. Wieso das jetzt als Flug gezeichnet wird, das kann ich euch nicht sagen. Das müsst ihr wieder schon. Aber vielleicht ist es auch so gewollt, dass es eher mehr so eine Flugoptik macht, aber was steht überhaupt hier drin? Ja. Könnt ihr selber übersetzen. Die Upgrade. Farming Simulator 2013. Bye. Das könnt ihr euch selber durchlesen. Ich lese ihn hier nicht zum Vorlesen. Zurück. Steigen wir mal aus. Kamera drehen. Okay. Das geht.
Okay, könnte so, okay, dann wird es ein Flug sein. Aber Flug sind sowas, vielleicht ist es eine etwas andere Art von Flug, ich weiß es nicht. Vielleicht will er auch nur andeuten, dass der nur grob macht, das heißt grobe Einheit macht, und dann mit dem halt mit dem Feind noch drüber geht. Werde ich auch für meine andere Map nutzen, die OGM-Map Bayern. Die OGF-Map Bayern. Dafür würde ich das nutzen. Wird davon kein Let's Play geben, kann ich schon mal sagen. Ich spiele noch Lust und Laune und da wird nicht erstmal Lust aufzunehmen. Ja, sonst hinten. Was ich jetzt zu bemängeln hätte. Keine Blinker. Man müsste das ganze Zeug zusammenklappen können, weil breiter als dieses Fahrzeuggerät heißt, man hat Überbreite, wenn man was zusammenklappen können. Oder wenn da müssen hier Lichter dran sein, sind es nicht. Was ich noch erwähnen muss, was ganz dringlich erwähnen muss, das ist in der Beta, heißt, es kann jetzt noch Flugtexturen machen. Ich weiß nicht, wie später ausschaut, welche Texturen noch kommen und alles. Soweit ist es gut, auch aufnahmetechnisch relativ gut. Da hatte ich schon andere Sachen, da war die Framezahl im Keller. Läuft relativ flüssig. Relativ gut gemacht, also ich wünsche mir noch, dass da vielleicht Lichter kommen, aber bei einer Beta, wo wir es unbedingt noch nicht haben, aber ich finde es mal realistisch gemacht mit Schildern. Man muss nur nicht blinkern deuten, man muss nur absenkbar sein und nur seine Arbeit verrichten und vielleicht auf die Breite eingestimmt sein, muss nicht. Also hätte sagen, ja, ich kann das Internet nur extra hochklappen, weil der Hydraulik drin ist vielleicht. Oder ich muss dies und jenes können. Bei der Beta. Dann wird sich auch Kapitel nennen. Also gut finde, lieber kein Lichter dran gemacht, lieber keine dran gemacht, als Lichter dran gemacht, die ohne funktionieren. Beispiel hier an diesem Block, da Blinker funktionieren, das sind aber dran, nur wegen der realistischen, aber finde ich hier gut, dass das noch nicht dran ist, weil so kann man keine Erwartungen stellen, da kann man nur Erwartungen stellen, ja, ich möchte gerne Lichter und Blinker haben, aber mehr kann man nicht stellen. Dann kommt noch an, ob es weitergemacht wird. Also ich kann Ihnen nur vom Herzen diesen Mod empfehlen. Man kann ihn schon anhängen. Ohne Probleme, also auch die Bilder durchschauen, die es gibt. Ich mache dazu keine Bilder. So ein kleines Gewicht reicht aus, um das zu heben. Also als Zusatz. Es würde auch ohne gehen, oder? Okay, eine Sonne anzeigt. Okay, das ist ein Beta. Geräte wechseln ist. Button. Also umso kleiner die Maschine wird, ich weiß noch nicht. Er kann nicht sagen, ob überhaupt das Gewicht dabei ist, was das mitbringt. Aber es ist gut gemacht. Sie fragen, ja, hatte ich ja nochmal wieder sie auch schon auf dasselbe Map gemacht. Sieht man nicht irgendwann mal, dass es genug ist. Oh, sind dann ganz andere Fahrzeuge. Ich tue nicht abspeichern. Das heißt, wenn die Aufnahme dann versemmelt ist, ist sie versemmelt. Dann muss ich komplett nur aufnehmen und dann nützt mir nichts, wenn ich das schon habe und mitten in der Bombe stehen habe. Also ich denke, wenn er schon Flug angezeigt wird und drehen, dass er das vom Flugzeug genommen hat. Kommt man sich auch auf, wenn ich zu schnell war? Jo. Gut, na, es gibt Mods, da funktioniert das eben halt nicht und ich sage. Man merkt, wo es sich abgekoppelt hat, obwohl es dann nicht mehr gepflügt hat. Sagen wir mal so, wenn es Flugzeuge so sind, dann muss er auch pflügen. Das soll ich auch pflügen dazu sagen und nicht kruppern. Weiß jetzt nicht, von weg hat, das habe ich nicht nachgeschaut.
Aber ich wünsche euch mit dem Mod viel Spaß. Also ich stelle keine alles Mods her, kann ich gleich sagen, sondern ich teste sie ganz einfach, schnell und einfach, weil ich will nicht stundenlang hergehen und sagen, ja, ich teste die Performance. Ich teste jetzt jeden Fehler. Ich weiß, dass, wenn du bei mir Mods drin hast, die habe ich ja drin, dass sie nur ein Mod einen Fehler hat und du das nicht rauskennst, dass es der eine Mod ist, den du nutzt und der eine Fehler nur auf den Mod bezogen ist und du denkst, ja scheiße, jeder Mod hat denselben Fehler. Sorry, und du denkst, ja, der Mod hat den Fehler, weil er nur den anzeigt. Ich kann euch nur den Mod empfehlen und sage tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da oder abonniert mich, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Ich versuche öfters da Mod-Vorstellungen zu machen von Mods, die, wo ich sage, alleine vom Titelbild und vom Mod-Bilder schon gefallen, als wenn ein Mod schon 10, 20, 30 Videos hat. Dann nicht, außer die Videos sind Real-Life-Videos, das heißt, man hat eine Maschine in echt gefilmt, wie die arbeitet. Dann sage ich, okay, hier muss es passen und nicht im Film, weil ich habe da, gibt schon ein Video, aber es ist mir auf den Film bezogen, das heißt, anscheinend hier glaube ich mit Dingen von einem Kunststücken-Controller dran, der wo es hinten dann austut, den Kunststücken und eigentlich eingearbeitet wird. Das sieht eben halt dann immer halt scheiße, schaut nicht schön aus. Ja, und deswegen sage ich jetzt auch tschüss, bis zum nächsten Mal.